Fünftes Mantra. Lust, Zorn und ihresgleichen sind eine Bande skrupelloser Banditen, die mich auf offener Straße überfallen. Sie legen mir erbarmungslos die Schlinge um den Hals, die furchteinflößende, schmerzhafte Schlinge meiner eigenen Untaten, und brechen mir das Genick. Mit solchen Worten, mein Geist, musst du laut zu den Gottgeweihten ausrufen. Krishna ist berühmt dafür, großen Schurken wie Bhag Asura das Handwerk gelegt zu haben und seine gleichfalls mächtigen Geweihten beschützen den Weg, der zu ihm führt. Wenn sie dein flehendes Rufen hören, werden sie dich erretten. Erstens, Kamadi Prakata Pathapati Yatikara. Lust und ihre Begleiter sind Räuber, die sich zusammengetan haben, um mich auf offener Straße zu überfallen. Hier ist von 6 Banditen die Rede, die die Straße des Lebens unsicher machen. Lust, Zorn, Neid, Gier, Verrücktheit und Illusion. Das Wort Vyatikara bedeutet, dass sie sich zusammentun. Mit vereinter Kraft stürzen sie sich auf ihr Opfer. Die Bhagavad Gita 2.62-63 beschreibt sie wie folgt. Sobald ein Mensch die Objekte der Sinne nur anschaut, wird er diesen verhaftet. Und wenn er so verhaftet ist, attackiert ihn die Lust. Im Gefolge der Lust greift als nächstes Zorn an. Und Zorn sorgt dafür, dass man von Verwirrung überwältigt wird. Mit der Verwirrung kommt auch Vergessen. Vergessen beraubt den Unglücklichen seiner Weisheit und Intelligenz. Und der Intelligenz entledigt, ergibt er sich schließlich erneut der Sinnenfreude, verstrickt sich noch tiefer ins materielle Dasein und leidet unter den Folgen seines Tuns. Sri Baladeva Vidyabhushana erklärte diese beiden Verse in seinem Gita Bhushana Bhasya. Von unerwünschten Begleitern wie Lust und Zorn frei zu werden, ist niemals möglich, indem man zwanghaft versucht, seinen Geist zurückzuziehen. Ganz gleich, ob durch Loslösung, Yoga, Bußen, Askese oder irgendeine andere Praxis. Man muss sich in Gedanken an Krishna versenken, ansonsten kann man gar nicht anders, als sein Glück wieder und wieder in den Sinnen zu suchen. In materiellen Formen, Geschmäckern, Gerüchen und Klängen. Unweigerlich kommt das Sinnliche in den Geist. Das ist der Grund, warum selbst große Yogis erneut weltliche Anhaftungen entwickeln. Im Schlepptau solcher Anhaftungen folgen endlose Wünsche, und wenn diese sich nicht erfüllen, entsteht Enttäuschung und Zorn. Zorn wiederum bringt Verwirrung und Bedeckung mit sich. Man kann richtig und falsch nicht länger auseinanderhalten. Außerdem vergisst man seine guten Vorsätze, die Sinne zu zügeln. Man verliert die Fähigkeit, klar zu denken. Und folglich bemüht man sich nicht weiter um Wissen und Selbstverwirklichung, sondern ruiniert sich, weil man abermals in Sinnenfreuden eintaucht. Die Schlussfolgerung ist die: Es ist nicht möglich, den Geist mit Gewalt zu bändigen. Er ist widerspenstig und unzähmbar. Man muss ihn bei Krishnas Lotusfüßen Freude und Zuflucht finden lassen. Weil der freigelassene, ungezügelte Geist zur Ursache aller, auch der schlimmsten und abartigsten Neigungen des Herzens wird,
gibt es für uns nur einen Weg, den Herrn verehren. Das ist unsere erste und einzige Pflicht. Zweitens, Asach Cheshta Kasta Prada Vikata Pasha, die angsteinflößenden, schmerzhaften Seile unserer Missetaten. Die furchterregenden und würdigen Seile, mit denen Lust und Zorn uns fesseln, sind die Missetaten, die wir unter ihrem Einfluss uns zu Schulden kommen lassen. Drittens, Baka Bid Part Mapa Gana, die Beschützer des Weges, der zum Bezwinger Bag Asuras führt. Das Wort Baka Bid bedeutet der Bezwinger Bakas, ein Name, den Krishna erhielt, weil er den Dämon Bag Asura, den Inbegriff der Heuchelei, tötete. Das Wort Vartma bedeutet Pfad. Damit ist der Pfad liebenden Dienstes gemeint, auf dem man sich Krishna nähert. Die Nachsilbe Pa bedeutet Wächter oder Beschützer und bezieht sich auf Krishnas Geweihte. Sri Dasa Goswami rät uns, inständig zu weinen und die Vaishnavas um Schutz anzuflehen. Die Vaishnavas sind die Beschützer des Weges, auf dem man Krishna lieben lernt. Sie sind mächtig und gutherzig und werden uns fraglos zur Seite stehen, wenn unser Hilfegesuch aufrichtig ist. Sri Ramanuj Acharya betete, Padyavali 52. Ich verehre die grandiosen, reinen Geweihten des Herrn, angefangen mit Prahlad, Narada, Parashara, Pundarika, Vyasa, Ambarisha, Shuka, Shaunaka, Bhishma, Dalbya, Rukmangada, Uddhava, Vipishana und Arjuna. Sie alle sind überaus fromm. Der Dichter Sarvagya, mit vollem Vertrauen in die Diener des Herrn, beschrieb deren Sicht der Dinge wie folgt. Padyavali 56. Mein lieber Herr, deine Geweihten sehen im Ozean eine bloße Pfütze und in der Sonne ein Glühwürmchen. Sie sehen den König der Berge als Erdhügel, einen mächtigen Weltenherrscher als einfachen Diener, einen Berg Juwelen als Steinhaufen, einen Wunschbaum als gewöhnlichen Stock und die gesamte Welt als ein Bündel Stroh. Was soll ich noch mehr sagen? In Trennung von dir wird ihnen ihr eigener Körper zur unliebsamen Last. Sri Madhava Saraswati erklärte, Padyavali 57. Jene, die der Staub des Karma-Pfades geblendet hat, die allein an ihrem unbedeutenden Vorteil interessiert sind, wenden sich dem Herrn nicht zu. Auch die Spekulanten, die eifrig argumentieren, aber damit doch nur ihre Eitelkeit schmeicheln, sind am Ruhm Sri Krishnas nicht interessiert. Und sogar gelehrte Kenner der Veden verstehen diese Veden nicht, solange sie für Krishna nichts übrig haben. Sie sind genau wie Schöpflöffel, die zuckersüße Speise verteilen, aber selbst nichts davon kosten. Und der Wert von Satsanga, von Gemeinschaft mit Heiligen, wird im Sri Hari Bhakti Sundodaya, zitiert im Bhakti Ras Amrita Sindhu 1.2.229, verdeutlicht. Wie ein Kristall sein Umfeld reflektiert und dessen Färbung annimmt, so formt sich der Mensch seinem Umgang gemäß. Wer klug ist, umgibt sich darum mit gleichgesinnten, ehrbaren Leuten und mehrt das Ansehen seiner Familie.
Um diesen fünften Vers also zusammenzufassen. Er will uns vermitteln, dass der Schmutz in Herz und Geist durch Wissen, Loslösung, Yoga und Askese allein nicht entfernt werden kann. In Gemeinschaft von Vaishnavas dagegen und durch deren Barmherzigkeit wird der Unrat schnell aus dem Herz geschafft und dasselbe strahlend und rein.